So, während ich jetzt die Aufnahme mache, haben wir unsere beiden Gottesdienste hinter uns. Anlässlich des Muttertages habe ich heute speziell für Frauen, biologische Mütter und geistliche Mütter gesprochen. Und ich hoffe, du hattest auch einen guten Feiertag, einen guten Muttertag. Wir gehen heute Abend noch ins Kino und ich habe meine Frau eingeladen ins Kino anlässlich des Muttertages. Nachdem wir jetzt so 33 Jahre auf dem Planet der Schafen gelebt haben, schauen wir uns mal einen anderen Planeten heute Abend an, nämlich den Planet der Affen. Und bin mal ganz gespannt auf den, ich glaube, vierten Teil dieser Serie. Wir gehen wieder in eine neue Woche hinein und wir sind bei dem fragenden Jesus, also Jesus, der halt einzelne Menschen, manchmal auch ganze Gruppen, manchmal auch einfach alle Zuhörer gefragt hat. Und ich gehe heute mal in die Bergpredigt rein. Wir waren jetzt lange Zeit bei Markus, da gibt es auch noch ein paar Fragen. Aber ich weiche jetzt mal aus in das Matthäusevangelium und in die sogenannte Bergpredigt, die uns ja überliefert ist, Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und da sind so, so viele intensive Fragen. Jesus ist umgeben von Hunderten von Menschen. Er spricht schwerpunktmäßig natürlich zu seinen Jüngern, aber die anderen hören alle zu und sind auch letzten Endes mit gemeint. Und da heute kommt eine ganz spezielle seelsorgerliche Frage. Ich weiß nicht, ob du dich an Geburtstage erinnerst, als du klein warst. Hat man auch als Jugendliche und Erwachsene gerne gespielt. Gerne in Anführungsstrichen, nämlich blindes Füttern. Da wird einem die Augen verbunden und dann hast du irgendwie so eine Schale mit irgendeiner Pampe da drin oder einfach ein, irgendwie so ein, wie heißen die, nicht Mohrenkopf, sondern irgendwie so Schaumnüsse. Dann muss man den anderen, der gegenüber sitzt, füttern. Und der hat keinen Spaß an dem Spiel und du auch nicht, weil du ihm irgendwo die Sachen dann eben, diesen Brei da hinschiebst und Spaß haben immer nur die anderen, die drumherum gucken. Ja, wie komme ich auf dieses Spiel? Jesus stellt eine ganz gezielte Frage, da geht es um das Verurteilen anderer, was wir ja manchmal gerne machen. Und er fragt dann diese spezielle Frage. Was siehst du den Splitter in den Augen deines Bruders oder deiner Schwester? Und du wirst nicht gewahr, dass du selbst einen Riesenbalken, ein Riesenbrett vor dem Kopf hast. Also Jesus will damit ausdrücken, es ist gar nicht möglich, es geht auch nicht um einen Spaß, sondern du hast ein Brett vor dem Kopf und versuchst, einen Splitter im Auge des anderen zu finden und den irgendwie rauszuholen. Also ich meine, das ist schon richtig mit Lupe schon sehr schwierig, einen Splitter aus dem Auge des anderen rauszuholen. Eigentlich muss man da zum Augenarzt gehen. Das ist sehr, sehr kompliziert. Aber wenn da einer noch ein Brett vor dem Kopf hat und dem anderen da im Auge rumwühlt und rumpult und meint, diesen Splitter entdeckt zu haben und dann auch rausholen zu müssen, das ist irgendwie völlig abstrus. Und vielleicht haben die Leute damals auch den Kopf geschüttelt und haben gesagt, ist das überhaupt möglich? Wer kommt denn auf so eine Idee? Ja, aber Jesus hat die Frage ja nicht umsonst gestellt. In dem ganzen Kapitel 7 geht es um Richten, um Verurteilen. Wir sollen andere nicht richten, denn mit dem gleichen Maß werden wir auch beurteilt werden. Und dann stellt er diese Frage. Und ich weiß nicht, ob dir diese Frage ungeheuerlich erscheint. Vielleicht erinnert sie dich an irgendeinen Bruder oder eine Schwester, die dir im Auge rumgepult hat und du selber gedacht hast, ey, kehr doch vor deiner eigenen Haustür. Vielleicht bist du auch derjenige, der immer mit Argusaugen versucht, den Fehler bei anderen zu finden und versucht dann irgendwie diesen Fehler zu beheben oder erstmal beim Namen zu nennen, um mit dem Finger drauf zu zeigen, möchte ich heute einladen, über diese Frage nachzudenken. Warum machst du das? Warum machen andere das bei dir? Wir alle haben nicht nur Splitter in den Augen, wir haben schon einiges, was unser Leben verkehrt macht. Und wir machen auch einiges. Es gibt keinen Menschen, der alles richtig macht. Es geht also nicht darum, dass wir keine Splitter haben. Es geht darum, wie wir den anderen behandeln. Es geht darum, wie wir mit dem anderen umgehen.
Und dass wir erst einmal, so rät Jesus dann, nimm den eigenen Balken, dein Brett vom Kopf erstmal weg. Guck erstmal dein eigenes Leben an, werd barmherzig mit deiner eigenen Lebenssituation. Und dieses Brett besteht ja aus tausenden, Millionen von Splittern. Nimm das erstmal weg. Und wenn du dann heil bist und wenn du dann durch die Seelsorge gegangen bist, wenn du dann erlebt hast, wie gnädig Gott mit dir umgeht, wenn du dann erlebt hast, wie dir vergeben worden ist und befreit bist, dann kannst du dich um den Splitter im Leben des anderen kümmern. Dann wirst du sensibel für das. Aber dann wirst du nicht mit deinem Finger da reinstechen und in die offene Wunde gehen, sondern du wirst selber ein barmherziger Mensch sein. Also nimm mal diese Frage mit in die Woche und bete einfach drüber. Und bitte Gott, dass er dich bewahrt, in dieser Woche beim anderen irgendwas zu suchen, beim anderen irgendwas aufdecken zu müssen, sondern dass du gnädig vor Gott bist, Vergebung erlebst für das, was du selber vor dem Kopf hast und dann anders, ganz anders mit dem anderen umgehst. Ich wünsche dir viel Segen dabei, ich hätte fast gesagt viel Erfolg, aber es ist einfach Segen, wenn wir merken, Gott geht ganz anders mit uns um und wir dürfen anders mit dem anderen umgehen. Ich wünsche dir Gottes Segen und wir sehen uns, wenn du Lust hast, zu weiteren Fragen am Mittwoch und am Freitag. Es wird dann um die Bergpredigt gehen, kannst natürlich schon mal vorlesen, Matthäus 5 bis Kapitel 7. Gott segne dich.